arbeiten, wo andere ihren Urlaub verbringen. Diese Jugendlichen haben es ausprobiert. Im Rahmen des zweitägigen Ausbildungsprojektes, das die DEHOGA Sächsische Schweiz zusammen mit vielen weiteren Unterstützern organisiert, durften die Jungen und Mädchen im Elbhotel in Bad Schandau selbst einmal Hand anlegen. Für Küchenchef Martin Wähler schon Routine. Seit Beginn des Projektes vor 5 Jahren öffnet er seine Küche für interessierte Jungen und Mädchen. Weil meiner Meinung nach mehr Werbung gemacht werden muss für die Gastronomie, weil es ein schlechtes Image hat, was in meinen Augen nicht so ganz wahr ist, um einfach die Leute auf den Geschmack zu bringen, die vielen jungen Leute. Weil vielen vorne raus es schlecht geredet wird, arbeiten nicht in der Gastronomie, arbeiten nicht am Wochenende. Es gibt so viele Berufe, wo man am Wochenende arbeiten muss mittlerweile schon. Und deswegen finde ich eigentlich eine gute Sache, um einfach nicht nur uns zu bewerben, sondern einfach die Gastronomie allgemein. Mike Russig stammt aus einer Hotelierfamilie. Seine Eltern leiten das Küffhäuser in Großharthau. Für den 14-Jährigen stand daher schon seit langem fest, wenn er mit der Schule fertig ist, will er Koch werden. Weil mir daran was liegt und weil ich denke, dass das gut ist, weil ich dann irgendwann mal auch Hotelier werden kann und das Hotel von meinen Eltern übernehmen kann und gehe so, wie meine Mutti auch die Küchenmeisterin ist, nach. Während Mike Russig zusammen mit Freund Willi Schiekel die Regenbogenforelle anbrät, kommt Tim Volk hinzu. Der 19-Jährige hat selbst einmal beim Azubi-Projekt der DEHOGA teilgenommen. Nun absolviert er seit gut 3 Jahren eine Ausbildung zum Koch im Elbhotel. Und das mit unglaublichem Erfolg. Ich war in Dresden beim Ernst-Lösnitzer-Pokal. Das ist so Wettbewerb für Kochlehrlinge im 2. und 3. Lehrjahr. Und habe da eigentlich nur just for fun mitgemacht, aber hab das Ding dann gewonnen, das also war ganz unverhofft. Und dadurch wurde ich dann qualifiziert für die sächsischen Landesmeisterschaften. Und das war vor 2 Wochen und dort bin ich dann 3. Platz geworden auch. War richtig cool. Auch Nicole Müller ist mit Leidenschaft im Hotelgewerbe tätig. Die 31-Jährige ging nach ihrer Ausbildung für 8 Jahre nach Österreich. Vor 3 Monaten jedoch kam sie zurück. Natürlich habe ich die Familie noch hier. Und die habe ich natürlich in der Zeit auch vermisst, das ist klar. Aber ich vermisse die Zeit trotzdem nicht, die ich im Ausland verbracht habe, weil es hat mir so viel Erfahrung gegeben. Also durch die Saison in Skigebieten, die Regionen kennenlernen, ist einfach herrlich. Und jeder Betrieb ist anders, man lernt überall was Neues dazu. Ja, und wie gesagt, zurückgekommen jetzt, weil doch auch ein bisschen Heimweh entstanden ist. Und es ist einfach auch schön, wieder hier zu sein, aber halt die Erfahrung gesammelt zu haben. Beim Schnuppertag zeigte sie den Jugendlichen nicht nur, wie man Servietten faltet und wie man Tische richtig eindeckt, sondern auch, wie man Cocktails mixt. Schließlich sind Hotelkauffrauen und Männer in unterschiedlichen Abteilungen eines Hotels tätig. Tanja Majestrenko weiß das. Schließlich ist ihre Schwester auch Hotelfachfrau. Nach der Schule will die 14-Jährige unbedingt in deren Fußstapfen treten. Ich finde erstens an dem Beruf toll, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, weil man kann den Menschen was bieten. Man kann ab und zu auch mal sehen, dass Menschen glücklich sind bei dem, was wir machen. Und das finde ich toll. Einfach Menschen glücklich zu machen. Denen ein Lächeln im Gesicht zu sehen und zu wissen, ich habe was richtig gemacht. Und die Bestätigung dann manchmal auch zu kriegen, wenn jemand hinkommt und sagt, das haben sie super gemacht, das ist toll von ihnen. Alles gut gewesen heute den ganzen Tag, hat lecker geschmeckt und das ist einfach toll an dem Beruf. Also ich erhoffe mir das zumindest. Natürlich durften die Jungen und Mädchen auch die Zimmer des Hotels begutachten. Insgesamt 27 Jugendliche haben in diesem Jahr einen Blick hinter die Kulissen der Hotel- und Gastronomiebetriebe in der sächsischen Schweiz werfen dürfen. 7 verschiedene Häuser haben bei der Aktion mitgemacht, die im nächsten Jahr auf alle Fälle wiederholt werden soll. Auf alle Fälle werden wir nächstes Jahr das Projekt wieder machen, da wir sehen, dass die Nachfrage immer größer wird. Wir hatten in den letzten Tagen noch Anfragen, aber da war leider schon alles geplant und die Zimmer reichten dann nicht aus. Sonst wären wir bestimmt noch bedeutend mehr Schüler gewesen, die sich für die Berufe interessieren. Und also wir werden es unbedingt im nächsten Jahr wieder durchführen. Das Projekt lohnt sich ja schließlich auch. Von den Jugendlichen, die 2014 teilnahmen, haben immerhin 70% einen Ausbildungsvertrag in der Branche abgeschlossen.